Rate mal, was das ist. Eigentlich doch nicht. Du würdest es doch nicht erraten. Dies ist eins der Dinge, das es schon längst geben sollte. Ganz besonders, weil es mehr als 100 Millionen Menschen täglich brauchen. Eigentlich sollte es dies schon so lange geben wie die Shisha selbst, also 1000 Jahre. Inzwischen hat Paris allein mehr als 100 Shisha-Cafés. Selbst Amerikaner verbrauchen zurzeit 5-mal mehr Shisha-Produkte als bis vor einigen Jahren. Und ein Drittel des Mittleren Ostens benutzt sie regelmäßig. Bis jetzt müssen sie alle noch schwer einsaugen und pusten, einen Haufen Dreck anzünden und an diesen schmutzigen Schläuchen ziehen und pusten. Mal ehrlich, der Mensch hat den Mond betreten und gleichzeitig können mehr als 1 Milliarde Menschen nicht wirklich eine Shisha genießen. Sieh mal, ich selbst bin ein Shisha-Fan und war nicht überzeugt. Also habe ich nachgedacht und nannte die Idee Shishavac. Shishavac würde die Pfeifenschläuche reinigen, die Pfeife auf Knopfdruck in Gang bringen, Teile trocknen und die Kohle sauber anzünden und mir sogar Bescheid geben, wenn sie fertig ist. Das ist richtig. Shishavac würde das alles machen. Natürlich außerdem, das würde ich niemandem überlassen. Ich habe also über Shishavac nachgedacht und es dann entwickelt. So vollkommen einfach. Shishavac. Wo warst du?